Wunderschönen guten Tag zusammen, hallo und herzlich willkommen beim neuen React of Peace Me TV. Hallo! Heute gucken wir Best of Woche 19 mit allen außer Peter. Und let's go. Ich habe jetzt hier was ganz Tolles für euch. Und zwar einen komfortablen Experten. Na ihr Trottel. Scheiße, wir sind ja gerade im komfortablen Experten. Ja. Nicht so weit zurückspringen. Na ihr Assis. Wir sind ja gerade im Ritz-Carlton und wir dürfen nicht einchecken, weil Orangensaft verschüttet wurde. Was für Saft? Einfach Orangensaft. Turn up. Frag mich, was für Saft? Einfach. Orangensaft. Richtig. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier bei Peetsmeet TV. Heute mit allen außer Sebastian und wir staunen uns. Es gibt hier eine Adventure-Map-Passage. Man kommt wieso? Ey, gibt's hier überall. Ich bin tot. Ach, endlich. 20 Minuten später. Ich glaube, Jules ist Trader. Aua. Oh nein, falsch an. Aber Bram kann nochmal nice schießen. Ding. Nice Ding jetzt. Leg das Ding an. Oh, das war geil. Das war mega. Nächster. Da kommt Peter. Zur Verteidigung. Ich sehe nichts mehr. Peter, ja, Fick ihn selbst. Tor schießen. Nicht selbst. Peter, fick ihn natürlich. Peter, ich bin aber leider allein im Team. War der nicht mit Elfie Donnelly zusammen? Also verheiratet sogar? Wer ist denn Elfie Donnelly? Die hat was hat denn der Schwester, die 12 Donnelly hieß? Hat die nicht hier Dings gemacht? Achso, Dings. Stranger Things hat die gemacht. Oh mein Gott, Alter. Ich hab was richtig Hässliches gefunden. Spiegel. Vor wem stehst du? Ich weiß noch nicht, was ich damit jetzt mache, aber ich kann einen 6 Meter Radio tragen. Mein Sass ist weg. Nein, die gab's nicht. Also Christian, oh Gott, fast zerquetscht worden. Christian ist so ruhig die ganze Zeit, ne? Ach, guck mal, wer ist da? Christian hat gerade ein Geschütz aufgestellt. Nein, ach, Christian hat ein Geschütz aufgestellt, das ist eine wichtige Info. Oh, hier hat irgendjemand einen fucking Tower gelegt. Guten Morgen. Ja, Alter, Jules, ja. Komplett wahr. Und das Christian. Und irgendwer schießt auf mich, was ich sehr unangenehm finde. Ich sehe aber nicht mehr. Jules, was stimmt denn mit dir nicht? Gar gekillt. Okay, dann warte mal, Sepp, bleib mal stehen. Das ist meine goldene Knarre. Da muss man hier einfach warten, Christian. Warte einfach, bis sich alle gegenseitig killen. Warum schießt du auf mich? Christian ist doch safe Trader, Jules. Ja. Alter, das ist so lost, ey. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum absoluten Banger-Titel. Absoluter Last Train Banger-Titel. Outer Warm Town. Rammen bitte einmal auf bereit drücken. Wo war er denn? Wo ist abgeprallt. Ja, der ist doch bei Sepp. Ja, soll er mal hier bleiben. Macht das, Jungs. Ja, komm schon. Herr Bram, ich glaube, das kannst du nicht kaputt machen, aber du kannst gerne noch ein bisschen hier chillen. Ich hab den kaputt gemacht. Timing at its best. Ich hab den gerade voll mit einer. Ich bin da übrigens. Ich hab den gerade voll mit einer Kiste beworfen. Also, ich hab auch nicht gesehen, dass die kaputt geht. Boah, da hab ich überall gleich drüber gesprungen gerade. Ich hab das sonst auch noch nirgendwo gesehen. Ah, ne, da. Okay, falsch da. Vielleicht hab ich da. Vielleicht die Anzeige war nicht immer so simpel. Immer nur fucking ja, Text. Du siehst halt niemanden, ne? Peter! Du musst halt raten. Vielleicht erstmal. Vielleicht sehen wir dann mehr. Ja. Die Anzeigen sind manchmal so crazy gewesen. Nee, der ist hinter dir. Wenn er sich nicht umzieht, dann. Wahrscheinlichkeit ist hoch. Rote Jacke immer noch. Ist das. Könnte irgendwo um die Ecke gehen und instant zur Kiste werden. Vielleicht sind sie dann verwirrt. Ja. Könntest du machen, ja. Das war ein richtig gut. Abstand. Oh mein Gott, der war das nice. Das war nice. Der hat gerade hier den ATM gehackt. Ja, ist es. Wo sein? Du! Was? Nice. Oh mein Gott! Das war so arschig, ne? Oh mein Gott! Ist um die Ecke gegangen, war weg! Das war doch der gleiche. What? Dann nochmal rumgehen. Ne? Das war ja der Move, ey. Und da standen halt super viele Kisten in diesem Raum, deshalb, naja, achtet man da halt nicht drauf. Finde ich nice. Wo ist er hin? Genau. Ja, das nicht. Ja, nur mit den Kameras machen, ne? Da ist er. Hier ist aber keine mehr, die habe ich weggemacht. Ist rechts von dir. Oh, scheiße. Das ist ein Problem. Nice, jetzt Geld umdrehen. Wenn das alles funktioniert, Aua. Digga, what the fuck, 10 HP, ey. Ihr könnt mir alles. Das war so eine belastende Runde. What the fuck, Alter. Mann! Good job, ey. Ich
Okay. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online. Ja, aber die Mucke von Airwolf. Heute versuchen Bram, Christian und ich, Sebastian zu töten, indem wir ihn mit einem Baby umfliegen. Wie heißt nochmal? Es gab doch mal so hier die Sendung von Hulk Hogan mit dem Boot. Und da gab es da so einen Helikopter. Ja, Airwolf. Ja. Das war voll geil. Oh, weil ich nice. Das war einfach ein geiles Game, was wir da gemacht haben. Das war ein Boxsack, oder? Kommt ja. Heute noch da. Oh, holy shit. Das war mega. Auch gestorben. Ich bin echt sehr oft gestorben. Krass. Christian hat Bock. Peter hat noch mehr Bock. Bram hat Bocker. Oh mein Gott, Bram hat das gemacht. Überlebt. Das könnte ich mir ewig angucken. Das ist ja richtig gut. Er richtet die Karte auf Wand. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen PUBG-Turnier! Hallo! Das ist irgendwie ein scheiß Landing-Spot. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, dass ich hier zugucken werde. Ja, gucken wir mal, ne? Ich werde sowas von... Oh, oh. Aber das ist halt auch nicht einfach, hier safe einen Sieg zu holen. Oh mein Gott. Hallo, ich bin schon Molly. Peter ist schon eine Waffe. Jetzt, Peter, do it! Ach lol, stimmt, das weiß ich noch. Ha, schade. Oh, das ist so assi, ne? Wie lange brennt der? Der brennt ziemlich lange, leider. Nein, ich brenne aber auch. Oh nein! Ja. Stark. Was? Hättest du mich auch leben lassen können, du Schwein. Ja. Alter. Sicherheitshalber. Lol, Peter hat einfach direkt Dalu gemacht. Und Dalu, Peter. What the fuck? Ja. Was macht ihr denn da? Was war ich das nie mit. Wieso, Moment, warum bist du tot? Weil ich verbrannt bin. Peter ist einfach verbrannt. Einmal durchs Molotow laufen und ich weiß nicht, was man dann machen soll. Ich bin einfach verbrannt. Ja. Nee, das ist das, was ich gerade hatte. Leute, was sind das für Kisten? Kann ich die nutzen? Fischi, kann man ihn da rausschießen, dass die Scheibe Schuss? Ich kenne das Ding überhaupt nicht. Oh, nein. Kommt, oh, Fischi kommt. Ich glaube auch. Ich glaube, er hat gar nicht mitbekommen, dass Bram da war die in wilde Folge. Kisten ist, oder? Ja, Bram hat aber auch nicht mitbekommen, dass ein Panzer sich angeschlichen hat. Das ist ja insane. Ich brauche nichts aus dem Drop. Wie unglaublich, ja, gut. Vermeiden, dass jemand anderes zum Drop geht. Ach so. Das wird jetzt nicht mehr passieren. Ja, was war das denn? Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beer Factory. Und dazu gibt es leckeres Bier. Das ist tatsächlich schon auf. Vielleicht habe ich auch schon einen Schluck genommen. Normalerweise trinke ich gerade keinen Alkohol zu Hause, wegen Honey schwanger und Herzchenbluten. Aber das Beer Factory ist Arbeit quasi und Hanni ist sogar extra vorhin noch mal zum Rewe gegangen, um Bier zu holen, weil wir haben halt keins im Haus aktuell. Ich geil, aber anstatt selber gehen, einfach die Schweine und Frau schicken. Ja. Geh mal Bier holen, Alter. Ja. Aber du kriegst nichts davon. Peter konnte halt nicht, der musste ja arbeiten. Ja, das ist halt im Haus des Smiths. Ja, hat sich auch nicht geändert. Wenn der Mann das Bier haben will, dann wird das halt geholt. Ja, mittlerweile geht der Junior schon los und holt es. Auch kurz vor Entbindung muss Hanni dann einfach mal einkaufen gehen, ne? Ja. Die kann auch, mein Gott, sie ist ja auch nur ein Bier, die muss ja auch nicht wieder einen Kasten tragen. Peter. Also außer Peter hat gesagt, er möchte einen Kasten haben, ne? Also weiß man jetzt nicht. Vielleicht hat er auch einen Kasten weggezogen während der halben Stunde Aufnahme. Ausnahme, also let's go, Freunde. Prösterchen. Also, wir haben einen neuen braubaren Gegenstand. Kann das damit richtig vorlesen? Wir haben einen braubaren, was? Wait, what? Ach, da ist der Apfelraum. Aber ein neuer braubarer Gegenstand würde ja irgendwie Sinn machen. Ja. Flaschen, je mehr du brauchst, desto mehr wirst du brauchen, ist eine interessante Herangehensweise. Jetzt hat auf jeden Fall schon Kassen getrunken. Jetzt haben wir natürlich Mülltüten hier.
Die müssen wir erstmal wieder rausbringen. War der neunte oder so, oder? Und jetzt haben wir hier. Wo ist denn der zweite Müllsack? Abgesehen von dem, der vor der Kamera sitzt. Oh! Oder liegt der draußen? Kann der draußen liegen? Wie kann man den nicht gesehen haben? Hier sehe ich nur den einen. Ich muss den komplett übersehen haben. Genau. Let's go. Ganz geil. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, wie lange dauert denn diese Kacke hier? Bisschen geil. Da kommt, also das hat ja immer so viele Szenen. Die Polizei verladen. Bad Boys. Ihre Gegner, Autoschieber, Mörder und Erpresser. Einsatz rund um die Öffnung. Hast du dich muten? Mute dich doch mal, du Pfeife. Nein, wir haben einen Oil Leak. Oh mein Gott, wie konnte das nur passieren? Oh mein Gott, 6 Jahre vorbei. Nice to meet you erstmal. Aber Razer hatte auch ein Problemchen. Hier sind ja ganz viele 90-Grad-Kurven. Ist mir viel zu warm. Boah. Ich glaube, ich darf auch noch mal da eine Abkürzung hätte ich nehmen können. Hätte ich wissen können. Ich habe das Spiel ja gespielt. Die ganzen Shortcuts habe ich immer noch präsent vor Augen. Durch die CD. Zack, immer so ein bisschen Wallbanging. Oh, 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 aber auf der Straße sollten wir schon bleiben. Die Traktion ist ja insane Sekunden Kacke. Verloren. Scheiße, es gibt eine Abkürzung. Nee. Die ganzen Shortcuts habe ich immer noch präsent vor Augen. Aber die Abkürzung. Das hätte besser laufen können. Und das ich möchte ich gar nicht probieren, wieder. Weil ich habe jetzt hier gerade auch nicht die Chance, nicht die Abkürzung zu nehmen. Ich nur will. Aber die Abkürzung, muss ich sagen, hat mir gerade auch eher Zeit gekostet als geholfen. Da vorne ist das Ziel. Noch hat sich immer keiner gemutet. Ähnlich. Hat sich noch keiner gemutet. Mein Herz schlägt. Komm zurück! Bam! Wir brauchen eine bestimmte Szene, damit ihr zählt. Defeated. Continue. Hab's geschafft! Hab's geschafft! Was? Okay. Aber Peter schneller. In dem Haus, in dem ich war, habe ich auch Pfeile gehört. Haben die geschossen? Etwa eine Sekunde. Bram Christian ist hier so in unserer Nähe. Hast du gerade so gesagt, Bram Christian ist in unserer Nähe? Willst du mich verarschen? Hä? Ja, ja, doch, also mich. Jay, ja. Wieso sagst du denn jetzt, wo ich bin? Ah, fuck. Vielleicht hat Sepp sich gesagt. Doch, Sepp, deine Aussage ja, war, Bram Christian ist in unserer Nähe. Ja, das ist ganz normal, dass Sepp dich verrät. Damit musst du leben. Ja, da muss ich gar nicht drüber aufregen. Er hat doch Christian gar nicht gesehen. Ja, eben. Warum sagst du Bram denn, wo ich bin? Ey, ich weiß selbst nicht, wo ich bin, ne? Du stehst doch da, wo du bist. Das ist richtig. Ich auch. Wir haben schon 2 Leute, die gekauft haben. Wir müssen 16. beide gewinnen. Gib ihm. Du verlierst. Was? Hey, was hat die denn gehabt? Auf Play gedrückt. Oh. König! Komm hier nicht weg, ich bin gefangen. Aber die hat doch noch einen König mehr. Ich hänge fest, ich kann wieder raus. Ich hänge auch fest. Yoga! Was ist das für eine Scheiße? Ich hab gerade nochmal bezahlt, aber ich kann nicht mehr spielen, obwohl ich Geld bezahlt habe. Komm, ich komm hier echt nicht mehr raus. Das ist so Zucker, wie das gerade. Das ist einfach perfekt. Also wenn ihr das Video okay findet, ja, gebt trotzdem einen Daumen hoch. Euch ist doch so ein wunderschöner Tag. Bis dahin. Tschüss. Ja. Ja. Oh, schön. Aber ein schönes Best-of, ey, großartig. Ja, schön. Ja, vielen Dank fürs Zugucken und bis morgen. Tschüss. Bye. Tschüss.